Und damit herzlich willkommen, liebe Mario Kart-Freunde, zu einer neuen Folge Mario Kart 8 Deluxe. Wir haben jetzt ein paar Cups fertig, haben hier gewechselt auf den 150er und haben da den Panzercup fertig gemacht. Und ich fahre wieder mit Bowser, denn mit dem kann ich scheinbar am besten fahren. So, den Pilzcup hatten wir. Wir hatten den, dann ist jetzt der Blumencup dran. Grand Prix starten. Yes, of course, ma'am. We want to start the Grand Prix. So, und auch wie in der letzten Folge gibt es in dieser Folge wieder so ein kleines Nintendo-Thema, das ich ansprechen will. Dazu dann auch eine entsprechende Umfrage oben rechts. Und natürlich die Kommentare frei für eure Kommentare dazu. Und in der letzten Folge hatten wir noch das Thema, welche Nintendo-Charaktere denn irgendwie noch so zu Mario Kart passen könnten. Ne, welche man sich da vorstellen könnte oder welche cool wären irgendwie. Uah, scheiße. Dieser Folge, warte mal, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was hatte ich mir denn jetzt eigentlich für ein Thema überlegt? Was für Spiele man sich denn so von Nintendo jetzt, ich sag mal so, im restlichen Jahr wünschen könnte. Die E3 steht vor der Tür. Die Gamescom steht vor der Tür, auf der ich übrigens auch zu finden sein werde, falls euch das interessiert. Und da wird Nintendo sicherlich das ein oder andere ankündigen. Und da würde ich doch gerne mal so eure Wünsche so ein bisschen hören. Was würdet ihr euch wünschen an neuen Nintendo-Titeln, die vielleicht jetzt noch dieses Jahr kommen, weiß ich, so pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, dass man so zum Ende des Jahres, wenn alle Urlaub haben, dann ordentlich sich austoben kann mit diversen Nintendo-Spielen. Ich würde mir ja zum Bleistift wünschen ein neues Metroid. Das wäre genialst. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte. Einfach ein neuer Metroid-Titel. Oder was ich auch cool finden würde, oder finden würde, wäre auch ein neues Kirby. Das hätte auch was. Ne, why not? Oder auch, was gab's denn da noch, was mir so durch den Kopf gegangen ist? Na klar, ein Smash Bros. Auf jeden Fall ein neues Smash Bros. Das wäre der absolute Hammer. Vor allen Dingen so zur Weihnachtszeit, wenn sowieso alle zu Hause sind oder viele zu Hause sind und dann online ordentlich zocken können. Damit könnte man den Multiplayer-Modus von der Switch nochmal so ein kleines bisschen pushen. Boah, jetzt fahren sich hier echt alle an mir vorbei. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz so die letzten Meter ein bisschen konzentrieren hier. Du wirst mich verarschen, oder? Boah, das geht ja. Das ist so wieder das Ding, was es nur in Mario Kart gibt, ne? Du führst fast das komplette Rennen und in der letzten Kurve oder in den letzten Kurven hauen sie dich mit allem weg, was sie irgendwie in die Finger kriegen. Oh Gott. Ey, ist sowas widerlich. Oh, das ist so das was Freundschaften zerstört. Wenn man dann gegen Kumpel, ich bin Achter. Das geht gar nicht, Leute. Alter. Ey. Naja. Dann können wir die drei Sterne schon mal knicken. Und das habe ich auch das Thema so ein bisschen gerade vergessen. Welche Spiele Nintendo denn am besten vielleicht noch dieses Jahr veröffentlichen könnte? Wir hatten Kirby, wir hatten Metroid als Vorschlag. Dann, was gäbe es noch? Vielleicht auch mal so ein Franchise oder Franchises, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, wie zum Beispiel Kid Icarus. Das wäre eine geile Sache. Oder meinetwegen auch, oh Gott, oh Gott, ganz kurz konzentrieren hier. Oh. Ey. Ich verliere hier gerade völlig den Faden. Was gibt's denn da denn noch, was man, könnte? Ich habe gerade keine Idee, muss ich gestehen. Nee, die Abkürzung nehme ich nicht. Mit der komme ich irgendwie nicht klar.
Ja, was gibt's denn da noch an Franchises, die jetzt nur von Nintendo kommen, die man nochmal wiederbeleben könnte oder die eben kommen könnten? Smash Bros., ganz klar. Das wäre so ein Ding, was ich, glaube ich, so ziemlich jeder wünschen würde, dass ein neues Smash Bros. Kommt. Ich hatte vorhin noch so viele Sachen im Kopf, aber jetzt ist irgendwie Kopf leer. Keine Idee mehr gerade. Scheiße. Naja, ihr habt sicherlich Vorschläge. Oh. Und könnt diese natürlich in die Kommentare schreiben. Ich meine, mein Vorsprung ist schon wieder relativ gut. Von daher ist die Führung jetzt noch nicht so wirklich gefährdet. Aber ich sollte natürlich jetzt... Das gibt's nicht. Genau vor diesem... Da! Jetzt rüber da und Vollgas. Oh nee, die olle Prinzessin ist hinter mir her. Ah, oh, jetzt wollte ich gerade die Kackbanane hinter mich packen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich sehe jetzt schon kommen, kurz vorm Ziel kriegt jetzt hier wieder alles ab, was die haben. Ist doch immer so. So, und jetzt gib mir irgendwas, womit ich mich verteidigen kann. Naja, wenigstens das. Oh nein. Okay, der Vorsprung ist groß genug. Führung ist nicht mehr gefährdet. So, jetzt haben wir uns wenigstens erstmal... Ich weiß nicht, kriegen wir die Führung jetzt wieder? Gucken wir mal. Wir haben jetzt... Nee, nicht ganz. Wir sind Dritter. Müssen also noch an Wario und an Mario vorbei. Ja, und ich bin immer noch so ein bisschen raus. Ja, Franchises. Was könnte man denn noch so? Ich überlege die ganze Zeit schon so ein bisschen, was mir so durch den Kopf geht. Was ist denn so noch an Spielen gehen könnte, die Nintendo jetzt zum Ende des Jahres, zum Wintergeschäft dann noch wieder raushauen könnte, um vielleicht alte Franchises wiederzubeleben, um generell erstmal für die Switch die bekannten Franchises irgendwie zu bringen. Ah, so. Ich muss ganz kurz erstmal so ein bisschen hier gucken, dass ich... Nein. Wow, geschafft. Was ein Glück, dass ich die Strecken schon so halbwegs kenne, weil ich sie schon etliche Male gefahren bin jetzt. Und, ansonsten bräuchte ich hier im 150er auch gar nicht großartig fahren. Ich nutze zwar relativ selten irgendwelche Abkürzungen, wie diese hier. Da wollte ich gerade die Abkürzung nehmen. Ja, die sollte man vielleicht auch nur dann nehmen, wenn man tatsächlich auch ein bisschen Speed hat, ein Speed-Item hat oder sowas. Das war jetzt doof. So, wir sind wieder Zweiter. Bam, bam, Vollgas und jawoll. Oh, das gibt's nicht. Das ist Baby Mario, ne? Ah, und jetzt erwischt ihn gerade ein Blue Shell. Schwein gehabt, dass ich da nicht zu schnell war. Sonst wäre ich in die Explosion vom Blue Shell mit reingefahren. Also ist Tempo nicht immer sinnvoll in diesem Spiel. Manchmal hilft es einem auch, wenn man ein kleines... Boah, scheiße. Oh, das gibt's. Oh, jetzt zweimal direkt hintereinander erwischt. Mann, das ist alles immer so frustrierend. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mann. Oh, das hat mich jetzt völlig... Das ist genau wie im ersten Rennen. Ich bin gerade völlig raus. Ich habe komplett die Orientierung und den Faden verloren.
Oh nein. Oh, scheiße, jetzt hatte der... Nein. Oh, Wario hat gewonnen. So ein Mist. Jetzt hatte der irgendwas hinten dran hängen, sonst hätte Mario ihn weggehauen und ich wäre noch an ihm vorbeigekommen. Scheiße, und ich bin immer noch Dritter. Das letzte Rennen muss es jetzt entscheiden. Oha. Oha, ha, ha, ha. Ja, was ich mir sonst noch vorstellen könnte für die Switch. Ich würde mir echt gerne ein Yoshi's Woolly World holen. Das könnte ich mir echt richtig gut vorstellen. Ich finde das irgendwie total knuffig. Weil das auch irgendwie so diesen typischen, kindlichen, niedlichen Nintendo-Charme hat. Und das würde einfach irgendwie passen zu Nintendo, wenn es für die Switch halt auch ein Woolly World gäbe. Boah, es geht schon wieder gut los hier. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen konzentriert, Freunde, deswegen rede ich ein kleines bisschen weniger. Ich brauche Münzen. Ich brauche mehr... Ach. Ich brauche eindeutig mehr Münzen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich sage, ich brauche mehr Münzen und kriege einen Blitz ab. Und schon sind alle Münzen, die ich bis dahin hatte, schon wieder weg. Oh, ey. Oh, ne, das gibt... Boah, Alter. Oh, jetzt habe ich auch kurz nicht aufgepasst und fahre natürlich in der Kurve scheiße. Oh, ich verfehle dauernd diese scheiß Münzen. Ah, so, Konzentration nochmal kurz hochhalten hier. Ich wollte gerade sagen, du wirst mich doch jetzt mal nicht schon wieder mit dem Panzer. Oh, ich rutsche hier andauernd aus dieser scheiß Strecke raus an der Stelle. Das ist mir in vorangegangenen Rennen auf der Strecke schon passiert, dass ich immer wieder rausrutsche. Wenn du mir erst eine Banane vor die Nase legst, was wird los? Scheiße. So, letzte Runde und ich bin zweit. Ist das Wario da vorne? Ich gucke gerade nicht auf die Map, deswegen sehe ich das gerade nicht. Nee, ist nicht Wario. Ich glaube, Wario hat gerade versucht, mich zu überholen. Ich hebe mir den Panzer noch ein ganz kleines bisschen auf. Vielleicht brauche ich ihn noch mal kurz vorm Schluss. Ich muss den Panzer. Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht gerade. Oder? Vielleicht ja doch noch. Da vorne ist das Ziel. Da vorne ist das Ziel. Ja. Oh, Schwein gehabt. Jetzt erwischt mich dann doch nochmal der Panzer. Na, reicht das? Nein, Wario. Ein Punkt. Ja, das erste Rennen. Das war schon der Genickbruch mehr oder weniger. Ja, schauen wir kurz in die Ergebnisse und dann holen wir uns unseren Cup ab. Leider nur der silberne, aber mein Gott. Ne? Es war abzusehen, dass es hier nicht immer klappt. Vor allen Dingen, wenn es dann schief läuft, dann läuft es richtig schief. Das habt ihr ja im ersten Rennen gesehen. So, ansonsten nicht vergessen die Umfrage und das Thema, welche Nintendo-Spiele oder Franchises könntet ihr euch denn noch so vorstellen? Die halt bis zum Ende des Jahres kommen könnten. In der Umfrage sind ein paar Beispiele. Ihr könnt natürlich gerne selbst in den Kommentaren noch ein bisschen ergänzen. Hier war es das jetzt erstmal mit dieser Folge. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.